Hi, wie geht's? Heute geht es um Canon-Log-Profile, C-Log, C-Log2, C-Log3 und welche Einstellungen ich an meiner R6 vornehme, um damit Videos zu filmen. Intro. Was sind eigentlich Log-Profile? Log-Profile besitzen einen erweiterten Tonwert und Dynamik, Umfang oder Bereich im Vergleich zu Standardprofilen. Das bedeutet, der Sensor speichert mehr Höhen und Tiefen ab, die man dann in der Nachbearbeitung wieder zum Vorschein bringt. Log-Profile sind ein sehr flaches Profil, also wenn ihr das normal euch anschaut, ist es sehr farblos und sieht sehr verwaschen aus. Und das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr im Log filmt, in der Nachbearbeitung noch ein LUT drüber legen bzw. Einstellungen und Korrekturen vornehmen, bevor ihr das Video exportiert. Also es ist kein Profil für Aufnehmen, Schneiden, Export. Man kann es in etwa mit dem RAW-Dateiformat bei Fotos vergleichen. Inzwischen gibt es auch RAW-Formate bei Video, zum Beispiel bei Blackmagic oder auch das Canon Cinema RAW Lite. Das bedeutet, dass der Sensor alles aufnimmt, wie er es sieht und man im Nachhinein noch viele Möglichkeiten der Korrektur hat. Beim Weißabgleich, bei Höhen und Tiefen, und der Sensor nimmt einfach viel mehr auf, ähnlich wie das Auge, das ja auch im Dunkeln sich anpassen kann und dann im Hellen wiederum auch relativ gut sieht. Was unterscheidet jetzt die drei Log-Profile von Canon? Zum einen gibt es C-Log. Das ist das einfachste Log-Profil. Das gibt es in der EOS R und auch in der R5 und in meiner R6, mit der ich hier gerade filme. Das ist auf jeden Fall auch ein flaches Profil, was man nachbearbeiten muss. Dann gibt es C-Log 2. Das ist integriert in die Cinema-Linie von Canon, in der C70, in der C300 Mark II zum Beispiel. Das ist das im Prinzip, ich würde sagen, beste C-Log-Profil von Canon. Da es den meisten Dynamikumfang hat und 16 Blendenstufen abbildet, also von Höhen zu Tiefen. Das ist auch schon ein entscheidender Unterschied zum C-Log 3, wo man jetzt ja denken würde, C-Log 3 wäre jetzt in der Rangfolge das Bessere. Das ist einfach danach gekommen, deswegen war die Nummer 3 nur noch übrig, ist aber prinzipiell zwischen C-Log und C-Log 2 anzusiedeln, also da in der Mitte. Es hat 12 Blendenstufen im Vergleich zu den 16 von C-Log 2. In meiner R6 habe ich die Möglichkeit, C-Log und C-Log 3 zu verwenden. Und ein Unterschied zwischen den beiden Profilen ist die Basis-ISO, die man einstellen sollte, also die man als Mindest-ISO-Wert einstellen sollte, wenn man damit filmt. Bei C-Log ist das 400 und bei C-Log 3 sogar 800. Das bedeutet, dass bei der Basis-ISO das beste, rauschärmste Bild aufgenommen wird, wenn die Lichtverhältnisse in der Umgebung einfach dunkler sind, dann kann man die ISO erhöhen. Darunter sollte man eher weniger gehen, dann doch lieber mit einem ND-Filter arbeiten. Deshalb habe ich auch immer einen variablen ND-Filter mit im Gepäck, wenn ich filme, um einfach zu helle Lichtverhältnisse mit diesem anzugleichen. Und trotzdem die Basis-ISO, die Canon da vorgibt, auszuwählen. Die beiden Profile C-Log und C-Log 3 unterscheiden sich auch in den Farbräumen. Es gibt unterschiedliche Farbräume, sRGB und so weiter bei Fotos. Und im Videobereich gibt es BT709 oder REC709, dann BT2020 und Cinema Gamma bei Canon. Und die C-Log Kameras, also wie die EOS R, die verwenden standardmäßig den Farbraum BT709. Bei der R6 habe ich die Möglichkeit, wenn ich C-Log 3 einstelle, dass ich auch noch zwischen den Farbräumen wählen kann. Zum einen zwischen dem kann ich den BT709, den es standardmäßig in der EOS R gibt, wählen. Dann den etwas erweiterten BT2020 und ich verwende persönlich meistens den Cinema Gamma Farbraum, weil der einfach den größten Farbumfang bietet.
Wie ihr das Ganze einstellt, das zeige ich euch jetzt. Du gehst ins Menü, wählst das rote Menü ganz links aus, dann Punkt 3 und ja, scrollst nach unten oder touchst auch unten auf C-Log. Dann hast du hier die Canon Log Settings. Hier kannst du auswählen, kein Log, C-Log oder C-Log 3. Wir nehmen jetzt C-Log 3. Und dann hast du unten den Farbraum oder Color Space. Und da ist das von mir vorhin erwähnte, die drei Varianten BT709, BT2020 oder Cinema Gamma. Ich verwende, wenn ich C-Log 3 nehme, immer das Cinema Gamma. C-Log verwendest, um beispielsweise das besser an die EOS R, die nur C-Log besitzt, anzugleichen, dann kannst du das hier auswählen und siehst auch hier unten schon der Farbraum. Da ist nichts auswählbar, da ist automatisch auf die BT709 Variante gestellt. Was noch sehr wichtig ist, ist der View Assistant. Den würde ich dir empfehlen, immer auf On zu stellen, wenn du mit C-Log aufnimmst, da dann das Bild im Display realistischer aussieht, nicht zu verwaschen, wie ihr es dann im Schnittprogramm seht, wenn ihr noch kein LUT draufgelegt habt, beziehungsweise noch keine Anpassung gemacht habt. Also C-Log immer, Entschuldigung, View Assist immer auf On stellen, wenn ihr mit C-Log filmt. Und hier das Ganze nochmal in der Canon EOS R. Ihr geht auch aufs Menü, dann in das Rote, ganz nach rechts, in den Punkt 4. Und hier haben wir die Canon Log Settings. Da könnt ihr das nur einstellen, kein Canon Log. Dann 8-Bit, das ist interne Aufnahme, oder 10-Bit, wenn ihr das Ganze zum Beispiel an den Ninja 5 ausspielt über HDMI. Und hier gibt es auch gar keine Einstellung für den Farbraum, weil der defaultmäßig auf BT709 eingestellt ist für das C-Log. Und auch hier findet ihr den View Assist, den ihr natürlich immer wieder anschaltet. Wenn euch das Video gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen habt, dann ja, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt, und wenn ihr Benachrichtigungen für neue Videos bekommen wollt, dann klickt auf die Glocke. Bis bald!